Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Jens Bahr. Zu meiner Person, ich bin seit 2,5 Jahren bei der Firma TTS Art Director und bin hauptsächlich für Non-IT-E-Learnings, für die Konzeption und die Gestaltung und die Umsetzung zuständig. Das Zitat, wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder, das ist kein Zitat von mir, das hat mein Chef mir mal gesagt vor 20 Jahren oder unserer Gruppe gesagt, wenn mal wieder etwas zu schwierig war und wir zu keiner Lösung gekommen sind, dann wollte er uns damit motivieren. Was das Ganze mit E-Learning zu tun hat, da komme ich am Ende des Webinars nochmal drauf zu. Jetzt lassen Sie uns erstmal starten mit dem Titel der Veranstaltung. Der Lerner soll unterhalten und auch motiviert werden, wenn er lernt. Das heißt, auch E-Learning muss den Lerner unterhalten können. Wie das aussieht, das zeige ich Ihnen gleich. Ich habe 5 Beispiele mitgebracht, die ich Ihnen kurz ein bisschen erklären möchte, was wir da gemacht haben und warum wir das so gemacht haben. Bevor wir damit starten, möchte ich Ihnen kurz nochmal die beiden Bereiche des E-Learnings vorstellen. Einmal das IT-E-Learning und Non-IT-E-Learning. Das sind 2 Begriffe, die kennen einige von Ihnen vielleicht, andere kennen das bestimmt vielleicht unter anderem Namen. IT-E-Learning beschäftigt sich rein mit Software-Schulungen, zum Beispiel SAP oder firmeninterne Software. Die wird geschult, indem man sich in einer Simulation befindet und der Lerner wird durch diese Software geführt. Non-IT-E-Learning beschäftigt sich eher mit Soft-Skill-Themen, Compliance oder Arbeitssicherheit. Und beim Non-IT-E-Learning hat man einige Freiheiten, die man beim IT-E-Learning nicht hat. Man kann ein bisschen kreativer umgehen, man damit umgehen, man kann das besser gestalten. Man hat ja keine vorgegebene Software, auf die man sich beziehen muss. Nichtsdestotrotz kann man auch bei IT-E-Learning Non-IT-Elemente einbinden. Zwischenseiten, die zum Beispiel Prozesse beschreiben, kann man sehr schön gestalten und interessant gestalten. Man kann sich eine Geschichte drumherum überlegen, also Storytelling, damit der Lerner eingebunden wird und auch weiß, warum er dieses IT-E-Learning machen soll. Das war ganz kurz zu IT und Non-IT-E-Learning. Dann möchte ich kurz jetzt starten mit dem ersten Beispiel. Das nennt sich Erzählvideo. Das kennen einige bestimmt. Meistens ist es so, dass das so Filmchen sind, die 2 bis 3 Minuten laufen. Es wird eine Geschichte erzählt, es wird eine Thematik behandelt, der Sprecher erzählt und dazu werden mit Hilfe von Händen Grafiken oder Bilder auf den Bildschirm gewischt. So etwas kann man auch im klassischen E-Learning oder Web-based Training verwenden. Dann läuft das Ganze nicht als Film ab, sondern in kleinen Sequenzen. Das möchte ich Ihnen jetzt mal vorführen. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Sollte es ruckeln, dann liegt das an der Internetverbindung. Es haben sich ja sehr viele Leute eingewählt. Das möchte ich Sie bitten, das zu entschuldigen. Normalerweise läuft die Animation ohne Probleme. Selbstentwicklung, die 6 Denkhüte. So, Sie haben schon gehört, das Ganze ist auch vertont. Ich werde den Ton erstmal anlassen und gegebenenfalls ausschalten und wieder anmachen, je nachdem, was dann sinnvoll ist. Wir starten jetzt erstmal mit diesem Modul. Der Lerner weiß schon, worauf er sich einlässt. Er hat sich wahrscheinlich in einem Kurs oder der Struktur von der Lernplattform dieses E-Learning runtergeladen. Es geht um eine Technik, um eine Kreativtechnik, die 6 Denkhüte. Und die möchte er sich halt eben erklären lassen, wie die Technik funktioniert. Da gibt es dann einen motivierenden Trailer, der halt in dieser Technik des Erzählvideos umgesetzt ist. Wir suchen ständig nach Lösungen für Probleme. Dabei fallen wir häufig in bereits bekannte Denkmuster zurück und sehen nicht alle Möglichkeiten, die sich uns bieten. Oft gibt es verschiedene Sichtweisen eines Problems. Der Visionär präsentiert eine Möglichkeit nach der anderen, während der konservative Typ auf bereits etablierte Lösungswege besteht. Jede Sichtweise ist irgendwie richtig. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie soll ich mich entscheiden, wenn alles richtig ist? An dieser Stelle hat der Lerner jetzt die Möglichkeit, das Ganze sich nochmal anzeigen zu lassen oder zur nächsten Seite weiterzuschalten. Wir haben uns hier in diesem Fall dafür entschieden, das immer abzuwechseln, eine kurze Sequenz Erzählvideo, wo der Lerner zuhören kann oder sollte.
Und dann die nächste Sequenz, ich schalte mal hier den Ton aus und klicke weiter, wo er dann lesen kann, was das für eine Methode ist, wie er sie anwendet. Das fanden wir ganz interessant, auch diese Wechsel der Techniken, wieder lesen und wieder was erklären lassen oder sich etwas zeigen lassen, das aktiviert den Lerner auch, dabei zu bleiben. Ich schalte mal den Ton wieder an und zeige Ihnen die nächste Seite. Durch das Aufsetzen verschiedenfarbiger Hüte schlüpfen Sie in verschiedene Rollen und betrachten Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Dabei steht der weiße Hut für Objektivität und Neutralität. Der rote Hut steht für Emotionen und die eigene subjektive Meinung. Der schwarze Hut steht für alle objektiv-negativen Aspekte. Der gelbe Hut für alle... Ich habe jetzt mal kurz den Ton ausgeschaltet. Das ist jetzt auch eine Mischtechnik. Die Hände, es gibt jetzt im Moment keine Hände mehr, sondern die Hüte fliegen alleine. Das ist in diesem beim E-Learning natürlich auch alles erlaubt. Der Lerner findet sich in dem Fall auch zurecht, wenn der Ton ausgeschaltet ist. Es wird halt nochmal geschrieben, wofür diese Hüte stehen. Ich klicke mal auf die nächste Seite. Jetzt kommt wieder ein Chart, was man machen muss, was wichtig ist, wenn man diese Methode anwendet. Und das aktivierende Element in diesem Modul ist, der Lerner kann oder muss sogar jetzt selber aktiv werden. Man gibt dem Lerner noch ein Beispiel mit, wie diese Methode funktioniert. Ein einfaches Beispiel, man möchte sich ein Auto kaufen und der Lerner kann dann jetzt so eine Musterlösung, in Anführungsstrichen Lösung, sich mal anschauen. Er kann mal auf den weißen Hut klicken und dann sieht er, okay, ich muss hier an der Stelle Fakten sammeln mit dem weißen Hut. Ich habe 12.000 Euro und ich habe eine vierköpfige Familie. Das sind die reinen Fakten. Wenn er diesen Hut auf hat, muss er eben auch diese Fakten nur notieren. Und das zieht sich durch alle weiteren Hüte oder Mützen in diesem Fall. Emotional entscheidet er sich wohl eher für einen Sportwagen. Die Kinder sind ihm da weniger wichtig. Nur ein Beispiel. Er muss sich so ein bisschen in die Rolle einfinden, wenn er eben diese rote Mütze, die emotional oder den emotionalen Hut auf hat, muss er dann auch so reagieren. Das gleiche gilt, wenn er alle negativen Aspekte sammeln möchte, dass er Autokauf generell in Frage stellt. Weil positiv denkt er sich vielleicht, er braucht ein ganz großes Auto, wo alles reinpasst. Wenn er kreativ sein möchte, dann macht er sich mehr Gedanken oder geht vielleicht auch mal andere Wege und denkt sich vielleicht eine Kombination ganz interessant, vielleicht ein Flievertüt, wer das noch kennt. Und wenn er das alles gemacht hat und den blauen Hut, den Resultatehut sich aufsetzt, dann muss er einfach das, was er vorher notiert hat, analysieren und sich entscheiden für eine Lösung. Und in diesem Fall ist das halt die Entscheidung, ein Kombi der Mittelklasse, vielleicht gibt es den in Rot, gebraucht ist der auch nicht so teuer und es gibt vielleicht das Sportwagengefühl wieder. Der Lerner hat hier gelernt, oder es wurde ihm in einem einfachen Beispiel gezeigt, er musste agieren und es wurde ihm gezeigt, wie diese Methode funktioniert. Und schon sind wir fast am Ende angekommen von dieser kleinen Einheit. Er hat nochmal auf einen Blick die Hüte, er kann nochmal draufklicken und sich nochmal die Inhalte anzeigen lassen. Das ist auch alles vertont, ich habe den Ton jetzt nur ausgeschaltet, damit Sie mich hören können. Und er kann sich hier auch an der Stelle Varianten anzeigen lassen, zum Beispiel, dass er diese Methode nicht nur alleine anwenden kann, sondern auch im Team oder als Workshop über mehrere Tage verteilt. Tipps und Tricks, wird nochmal gesagt, nehmen Sie die Rollen ernst. Basteln Sie sich eventuell Hüte in den entsprechenden Farben, nehmen Sie farbige Stifte, basteln Sie sich farbige Anhänger oder Buttons, damit man sich auch mit den Rollen wirklich identifizieren kann. Und es wird natürlich auch nochmal gesagt, warum diese ganze Methode, was bringt mir diese Methode? Und in dem Fall ist das halt, dass man versucht, aus den gewohnten Denkmustern auszubrechen, neue Wege zu gehen und sich auch mal in andere Rollen zu versetzen. Weiterführende Informationen gibt es hier in diesem Fall in Form eines angehängten PDFs. Also im E-Learning kann man auch sämtliche anderen Dateiformate anhängen. In diesem Fall wäre es jetzt ein PDF, wo nochmal die Methode erklärt wird. Alles das, was der Lerner vorher schon gelernt hat, nochmal in PDF-Form. Und ganz wichtig auch weiterführende Links hier unten, dass der Lerner auch nochmal selber, wenn er Interesse daran hat,
nochmal anfängt, selber weiter zu forschen, selber weiter zu lernen. Also wenn wir ihn hier motiviert haben, wenn ihn das interessiert, dann macht er selber von sich aus weiter und dann haben wir den Lerner eigentlich auch da, wo wir ihn haben möchten, dass er selbstgesteuert sich die Informationen sucht. Das war das erste Beispiel eines Erzählvideos. Die Umsetzung war jetzt mit kleinen Händen, die nicht animiert sind. Das waren statische Hände. Es geht auch mit bewegten Händen. Da haben wir mal einen Prototypen gemacht, den ich Ihnen kurz zeigen möchte. Ups, ich gehe mal wieder zurück. Falsch geklickt. Zufriedenheit erreicht man ganz generell, indem man die Erwartungen, die an einen gerichtet werden, erfüllt oder übertrifft. In unserem Fall ist das Versprechen ganz klar formuliert und auch schon bei unseren Kunden fest verankert. Es heißt CSS, ganz persönlich. Das war nur ein kurzes Beispiel. Wahrscheinlich hat das bei Ihnen etwas geruckelt, aber ich hoffe, Sie konnten die Art der Hände erkennen. Es waren also echte Hände, die auch leicht animiert sind. Wenn Sachen reingeschoben werden, verändern sich die Hände auch. Es kann was abgelegt werden. So etwas kann natürlich auch in einem E-Learning verarbeitet werden. Diese Technik kann angewendet werden und man kann eben auch dort Bilder, Farben etc. alles verwenden, was uns so ein bisschen unterscheidet oder abhebt von dieser herkömmlichen Erzählvideotechnik. Ein weiteres Beispiel, was ich mitgebracht habe, um E-Learnings interessant zu gestalten, sind die Avatare, also virtuelle Trainer. Da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Wir sehen jetzt erstmal hier einen Kursverteiler und ich möchte ganz kurz in zwei Module reinschauen. Im ersten Modul sehen wir hier Kylie, so haben wir sie genannt. Sie ist da, sie ist die Trainerin, sie ist mein Gegenüber, wenn ich lerne. Sie ist sympathisch, sie lächelt, sie gibt mir Feedback. Sowas ist sehr wichtig, weil im E-Learning oder im BBT lernt man ja meistens alleine, deswegen ist es auch sinnvoll, jemanden zu haben, mit dem ich quasi kommunizieren kann. Kylie kann mir Sachen zeigen, Kylie kann mir Sachen erklären, sagt mir, was ich zu tun habe und sie hilft mir auch an bestimmten Stellen weiter, wenn ich irgendetwas nicht weiß. Ich klicke jetzt mal hier so einfach durch. Kylie hat auch verschiedene Positionen, die sie einnehmen kann. Sie notiert irgendetwas, sie zeigt wieder. Sie hat Gestik, die mir auch zeigt, was passiert hier. Hier in dem Beispiel, wenn ich Fragen habe, wenn ich Probleme habe, das zeigt sie mir auch deutlich, kann ich mich irgendwo hinwenden. Und am Ende einer Lerneinheit, eines Moduls, gibt sie mir auch positives Feedback nach dem Motto, hey, schön, dass du das geschafft hast, mach jetzt weiter. Oder hör jetzt auf und nimm das nächste Modul. Das ist jetzt eine Non-IT-Sequenz gewesen innerhalb eines IT-E-Learnings. Wie Kylie dann innerhalb des IT-E-Learnings verwendet wird, zeige ich Ihnen jetzt. Wir fangen wieder an mit einem Startbildschirm. Da haben wir auch wieder Kylie. Und dann geht es direkt weiter. Wir steigen halt ein, wie Sie sehen, das ist hier SAP-Software. Kylie kommt nochmal kurz in einem kleinen Fenster, sagt mir noch etwas, was ich machen kann. Und wenn ich weiterklicke, verschwindet Kylie und ich bin eigentlich jetzt direkt in der Simulation der Software. Viele werden das schon kennen. Ich muss irgendwo hinklicken. Ich muss Sachen ausfüllen. Ich befinde mich wirklich in der Simulation, in der mir gezeigt wird, wie funktioniert die Software, wie kann ich mich anmelden, wo muss ich hinklicken. Pfeile weisen mir den Weg. Das ist eine ganz kurze Sequenz. Da geht es nur um das Aufmachen. Wie sieht die Software aus? Und wieder die Abmeldung. Ja, ich möchte mich abmelden, dann habe ich wieder dieses Fenster und wenn ich am Ende dieses Moduls bin, kommt Kylie wieder und sagt mir, hey, hast du gut gemacht, das erste war ja gar nicht so schwer, mach weiter. Das ist eine Art der Motivation. Dieses E-Learning, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist auch nicht vertont, deswegen muss ich den Ton auch nicht ausstellen. Jetzt können Sie auch sagen, oder viele sagen sich, naja, Avatare ist jetzt nichts Neues, ist ein alter Hut. Natürlich, das ist nichts Neues in dem Sinn, man kann verschiedene Avatare benutzen, man kann die aber auch in verschiedener Art und Weise benutzen. Das heißt, man kann ihnen mal einen kleinen Schatten geben, man kann sie größer, kleiner zeigen. Die Avatare müssen reagieren, die können auch mal vollflächig oder in ganzer,
ganzen Format, also mit Beinen, gezeigt werden. Die Avatare können mit mir reden, indem sie zum Beispiel auch mal Schilder hochhalten. Man kann denen Sprechblasen geben etc., so dass wir den Anschein erwecken, das ist mein persönlicher Trainer. Die Art der Avatare hängt auch oder kann man auch anpassen an das jeweilige E-Learning, an die jeweilige Zielgruppe. Das heißt, wenn ich eher einen lustigeren oder comic-mäßigen oder einen gezeichneten Auftritt habe des E-Learnings, können das auch die Avatare bieten. Die können dann halt auch gezeichnet sein oder sogar als Comic umgesetzt werden. Und inwieweit diese Vereinfachung der Avatare geht, da ist der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Das kann immer einfacher werden, bis es fast vielleicht sogar Piktogramme sind. Das ist immer abhängig von der Zielgruppe, von dem Thema, was geschult wird und natürlich auch von Ihrer Firma, wie Ihre Firma zu solchen Sachen steht. Es können auch Tiere sein. Es können gezeichnete Tiere sein. Es können modellierte Tiere sein. Es können sogar Gegenstände sein, wie hier ein Scanner, Warenscanner, der als Avatar durch ein E-Learning führen kann und den Lerner halt da motivieren kann und ein Gegenüber bietet. Nach den Avataren ein Beispiel eines Trailers. Das ist auch immer ganz schön, wenn man keine Avatare haben möchte, auch immer ganz schön für IT-E-Learnings, dass man einen motivierenden Trailer vor das E-Learning stellt. Das zeigt dem Lerner und dem Mitarbeiter auch, hey, wir als Firma, wir möchten, dass du was lernst, wir möchten dich motivieren. Wir geben dir nicht nur einfach eine PowerPoint, die kannst du mal eben durchgucken, sondern wir haben etwas für dich gemacht. Wir haben uns Mühe gegeben, wir möchten dich schulen, wir möchten, dass du dich weiterbildest und das wirkt auch beim Lerner. Der Lerner, der bekommt das auch mit und es gibt ihm ein gutes Gefühl, hey, die Firma macht was für mich. Datacon is one of the world's leading consulting companies. To ensure a smooth staffing of our clients' projects, better planning and easier booking of our engagements is essential. Datacon is introducing My Timesheet, a new and easy-to-use web application for planning and booking project engagements and consultant activities. My Timesheet provides you with a dashboard view of your engagements. It calculates total working hours and remaining budget. Furthermore, you can track distribution of work over customer projects and internal activities. Planning and booking your activities happens in a single view. If your planning is good, booking happens in just one click. We're sure we can better support all consultants in planning and booking their activities on projects and beyond more easily and efficiently using one modern web interface. So, das war auch schon der Trailer. Anschließend startet das E-Learning direkt. Ich stelle kurz den Ton aus. Das ist auch wieder komplett vertont. Das ist ein IT-E-Learning. Ich klicke mal weiter. Wir haben einen motivierenden Trailer. Und anschließend wird halt gezeigt, wie man sich anmelden kann in dieser Software. Da gibt es verschiedene Wege. Und dann wird ganz normal, wie in einem IT-E-Learning, die Software simuliert und erklärt. Ein weiteres Beispiel, auch das letzte, was ich Ihnen zeigen möchte, das habe ich Beispiel Comic genannt. Hier ist mal eine Umsetzung, wo wir ganz viele motivierende Elemente eingebracht haben. Wir haben eine Geschichte uns überlegt. Es geht um das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Das haben wir versucht anders umzusetzen, nicht ganz so ernst, sondern ein bisschen spaßiger anhand von Comic. Wir haben eine Geschichte uns ausgedacht. Wir haben eine Art Comic-Avatar verwendet. Wir haben eine Art Trailer am Anfang verwendet. Wir haben motivierende Elemente. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich Ihnen jetzt. Arbeit und Leben. Ergonomie am Arbeitsplatz. So, auch wieder vertont. Ich werde den Ton gleich wieder abstellen, aber am Anfang lassen. Kennen Sie das auch? Ihr Rücken tut höllisch weh. Sie fühlen sich total matt und abgespannt und Ihre müden Augen brennen wie Feuer. Dann ist das vorliegende Informationsangebot der Ergo Octo GmbH genau das, was Sie brauchen. Nutzen Sie die Informationen auf den folgenden Seiten, um Ihr Arbeitsumfeld ergonomisch zu gestalten und sich körperlich und geistig zu entlasten. Hier in dem Fall haben wir die Geschichte, ist die, das ist eine Hilfe der Ergo Octo GmbH.
so ein bisschen im Stil der 60er Jahre mit den Animationen. Wir haben den Avatar, eine Krake gewählt oder einen Kraken gewählt, der jetzt dem Lerner, dem Mitarbeiter zeigt, wie er sich seinen Arbeitsplatz ein bisschen angenehmer einrichten kann. Haben Sie den Arbeitsplatz erst einmal auf Ihre Eigenschaften und Arbeitsabläufe angepasst, können Sie sich wieder voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren und nicht auf den nächsten Arztbesuch. Berühren Sie die markierten Körperteile der Krake, um typische Ursachen der eingangs erwähnten Symptome kennenzulernen. So, hier werde ich den Ton wieder ausschalten, der Rest ist auch komplett vertont. Vertonung ist immer eine wichtige Sache. Es gibt auch eine Hochwertigkeit da. Man kann sich entscheiden, ob man wirklich alles das vertont oder sprechen lässt, was man auch sehen kann, also jeden Text vertont oder eben nicht. Da gibt es eben die beiden Methoden. Man macht nur einleitende Sätze oder man vertont alles. Was da richtig ist oder falsch, da gibt es kein richtig und falsch. Hier kann man jetzt auf die verschiedenen Körperteile klicken. Der Lerner wird reingezogen, er muss agieren, er klickt irgendwo drauf und kriegt dann angezeigt, oh, woran kann es denn liegen, dass ich vielleicht Rückenschmerzen habe? An einer zu hohen Sitzposition oder an zu wenig Armfreiheit. Das ist alles noch sehr oberflächlich, aber es beschreibt eben die häufigsten Symptome, die Mitarbeiter am Bildschirm haben. Wenn die Augen tränen, hat man vielleicht den Monitor falsch hingestellt oder die Auflösung zu hoch gewählt, dass der Inhalt zu klein ist. Oder wenn man dauernd Schnupfen hat oder erkältet ist, muss man mal überlegen, ob man zwischen Tür und Fenster sitzt oder ob man die ganze Zeit die Heizung anhat und es zu trocken ist. Das sind nur so allgemeine Hinweise. Wenn man weiterklickt, wird der Lerner jetzt richtig aktiviert. Er muss ein Spiel, er muss etwas machen. Er muss sich sein Büro einrichten in dem Fall. Wir haben auf der rechten Seite die Icons, da kann er draufklicken und so wird er sich sein Büro einrichten müssen. Er kann das auch nochmal korrigieren. Und wenn er meint, er hat alles richtig eingerichtet, dann kann er sich auch die Lösung anzeigen lassen. Und dort wird halt gezeigt, er kann vergleichen, habe ich was richtig gemacht, habe ich was falsch gemacht. Und er bekommt nämlich sofort das Feedback, was habe ich falsch gemacht oder warum habe ich das falsch gemacht, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. So, also die Lampe habe ich falsch gemacht, die sollte nach oben strahlen und nicht auf dem Monitor. Der Monitor ist auch... sollte Höhe und Neigungswinkel und Position anders eingestellt sein, damit ich vernünftig sitzen kann. Ich sitze auch nicht richtig, das kann ich alles vergleichen. Ich kann es nochmal neu wiederholen oder ich kann weiterklicken. Und an diesem Punkt ist dieses kleine Modul auch schon fast zu Ende. Wir haben hier den Bereich auf einen Blick. Hier kann der Lerner wieder explorativ übergucken, was ist das hier. Er kann irgendwo draufklicken und er bekommt nochmal erklärt, etwas detaillierter, wie er seinen Bildschirm einstellen soll. Und das kann er halt für sämtliche Bereiche, wie ich meinen Schreibtisch einstellen soll, etc. Er kann durch alle Bereiche sich das nochmal anzeigen lassen. In dem Fall auch wieder weiterführende Informationen, eingebundene Dateien, in diesem Fall auch wieder ein PDF. Das geht noch ein bisschen weiter, es werden die Fakten nochmal genannt und es wird eine Checkliste angeboten, wo der Mitarbeiter nochmal abhaken kann, habe ich alles richtig gemacht, wie sitze ich denn, wo sind meine Utensilien, die ich brauche, steht der Schreibtisch richtig und so weiter. Und nicht zu vergessen natürlich auch am Ende nochmal Links ins Internet, wo sind die Informationen aus diesem Modul her. Der Lerner hat die Möglichkeit, da auch nochmal drauf zu gucken, ins Internet zu gehen und sich da auch nochmal weitere Informationen zu halten. Und an diesem Punkt wieder selbstgesteuertes Lernen, da macht der Lerner freiwillig weiter, wenn ihn das interessiert. Und wenn das vorher gut aufbereitet ist, dann kann der Lerner hier alleine sich noch weitere Informationen suchen. So, das waren die fünf Beispiele, die ich Ihnen mitgebracht habe. Als Fazit möchte ich Ihnen nennen, dass der Lerner unterhalten werden möchte beim Lernen. So lernt es sich besser und auch effektiver. Nichts ist schlimmer als ein gelangweilter Lerner, wenn der Lerner einfach immer nur weiterklickt, immer nur sich was durchlesen muss und dann einmal nach vorne klicken muss. Das ist langweilig und das ist öde und das macht keinen Spaß. Und ich fasse dann nochmal hier in diesem Fazit zusammen, womit man den Lerner motivieren kann, womit man
E-Learning interessant, lebendig und aktivierend gestalten kann. Das ist einmal die direkte Ansprache durch einen Avatar oder im Text. Also den Lerner auch direkt ansprechen heißt auch wirklich direkt, klicken Sie jetzt bitte hier hin, öffnen Sie das Fenster, kennen Sie das auch, also wirklich direkt mit ihm reden. Das ist sehr wichtig. Die Inhalte kreativ aufbereiten, also Geschichten überlegen, Analogien ausdenken, Erzählvideos einbinden, Storytelling ist eben Geschichten erzählen, Comics einbinden, Trailer erstellen, die vorher geschaltet werden, überlegen, ob man Audio braucht, etc. Da gibt es so viele Elemente, die man verwenden kann, um eine Lerneinheit interessant und kreativ aufzubereiten. Und das geht eben auch bei IT-E-Learnings, also eine Geschichte drumherum erfinden, Zwischenseiten machen, die dann halt ein bisschen interessanter sind, damit man sich nicht nur alleine in der Simulation befindet. Weiterhin Interaktivität. Das heißt jetzt nicht, dass man in jedem Modul ein 20-minütiges Assessment machen muss, sondern das sind kleine Sachen, kleine Fragen, die der Lerner beantwortet, vielleicht kleine Drag-and-Drop-Aufgaben, so wie Sie gerade gesehen haben, mit dem Büro einrichten, solche Sachen, wo der Lerner reingezogen wird. Der Lerner muss auch mal was entdecken können, exploratives Lernen, er muss irgendwo draufklicken können, irgendwo öffnet sich ein Fenster, er kann was nachlesen oder er bekommt etwas gezeigt. Sehr wichtig, damit sich der Lerner damit auch beschäftigt. An verschiedene Medien denken. Die meisten werden an ihrem Computer, an ihrem Laptop lernen, aber ein bisschen weitergehen. Vielleicht gibt es in Ihrer Firma auch verschiedene Tablets schon. Überlegen, ob das E-Learning nicht dafür auch gemacht werden kann und in Zukunft eventuell auch sogar auf dem Smartphone. Die Lernobjekte sollen kurz sein, kurze Lerneinheiten. Nichts ist schlimmer als ein 2 Stunden E-Learning, das macht keiner gerne. Kurze Lerneinheiten, 8 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Und wenn man explorative Teile einbaut oder am Ende nochmal Sachen nice to know, schön zu wissen, wo der Lerner dann sich freiwillig noch ein bisschen weiterbilden kann, dann hat man den Lerner auch schon da, wo man möchte. Er lernt dann freiwillig, weil es ihm Spaß macht und weil man ein Thema an der Stelle interessant aufbereitet hat. Kommen wir jetzt zum Zitat. Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Viele stellen sich vielleicht jetzt die Frage, wie können wir das leisten, was wir jetzt hier gezeigt haben. Das waren jetzt teilweise Sachen, die sind sehr aufwendig gemacht. Und deswegen auch der Spruch, wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. Auch in der E-Learning-Produktion muss ich sagen, einer alleine kann das alles nicht. Deswegen ist es sehr wichtig, sich Hilfe zu holen. So ein E-Learning besteht aus verschiedenen Rollen, aus verschiedenen Leuten, die daran arbeiten. Es gibt Menschen in der Konzeption, die braucht man für die Ideenfindung, um die Struktur zu gestalten. Wie funktioniert das E-Learning? Wie funktioniert der Kurs? Fachautoren, die müssen die Inhalte liefern, die fachliche Kompetenz aus verschiedenen Abteilungen. Das kann nicht derjenige wissen, der ein E-Learning erstellt, sondern er braucht da Hilfe. Meistens schreiben die Fachautoren auch nur aus der Innensicht. Das heißt, wir brauchen auch noch jemanden, der den Text macht, der diese Texte der Fachautoren überarbeitet, der die Texte umschreibt, neu schreibt, in einen Duktus bringt, wenn man mehrere Fachautoren hat, damit die Inhalte auch für den Lerner, für den Mitarbeiter, der das braucht, gut aufbereitet werden. Man braucht jemanden, der Grafik macht, der die Fotos bearbeitet, anpasst, Illustrationen erstellt. Wir brauchen jemanden, der das Ganze umsetzt in dem E-Learning-Tool, was Sie haben, der das Ganze dort gestaltet. Wir brauchen eventuell jemanden, der fürs Audio, einen professionellen Sprecher, ein Studio, wo die Sachen aufgenommen werden, wo eventuell auch Musik und Töne aufgenommen werden oder eingebracht werden können. Wir brauchen natürlich die Leute, die das auch bereitstellen. Wir brauchen ja irgendwo einen Platz, wo das steht. Wir brauchen Leute aus der IT, die das E-Learning auf die Lernplattform stellen, damit das jeder Mitarbeiter auch erreichen kann. Und wir brauchen jemanden für die Koordination dieser ganzen Punkte. Das heißt, diese ganzen Rollen kann nicht eine Person alleine ausfüllen, da braucht man mehrere Leute für. Sicherlich kann derjenige, der auch die Konzeption macht, den Text überarbeiten. Oder derjenige, der die Grafik macht, kann auch die Umsetzung im E-Learning-Tool übernehmen. Das ist natürlich möglich, aber die Zeiten, wo jemand alleine aus der IT heraus vielleicht eine Software-Schulung macht, ohne didaktischen und grafischen Hintergrund oder aus dem HR-Bereich,
E-Learnings erstellt, ohne diesen Hintergrund zu haben, die sind vorbei. IT, also E-Learning-Erstellung ist Teamarbeit und so sieht eben E-Learning auch in der Produktion heute aus. Und damit möchte ich kurz wieder abgeben an Herrn Notheiz und ich werde jetzt noch hier bleiben und wäre für Fragen bereit. Okay, Jens, vielen Dank für das aus meiner Sicht sehr kurzweilige Webinar, auch sehr praxisorientiert. Ich sehe auf die Uhr, 11.32 Uhr, würde sagen, in Punktlandung. Super vorbereitet, vielen Dank. So, ich hoffe, auch Ihnen haben die Ausführungen von Jens Wahr sehr gut gefallen. Wir hätten jetzt Zeit für entsprechende Fragen von Ihnen, auf Ihre Fragen einzugehen. Ich habe jetzt schon während des Webinars den Chat verfolgt, es kamen dann schon einige Fragen rein. Also das heißt, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, können Sie diese gerne in den Chat eingeben und ich werde die entsprechend an meinen Kollegen Jens Wahr weitergeben. Ich versuche die auch, weil viele auch in relativ ähnliche Richtung gehen, die bestmöglich zu sammeln. Eine bisschen längere Frage, aber ich denke mal relativ oder ziemlich interessante Frage ist, ich lese gerade mal vor, alle Lernenden, die keine Lust auf E-Learning haben, können sich also das PDF, das du am Anfang vorgestellt hast, downloaden. Wir haben im Unternehmen immer mal wieder die Diskussion, ob wir jedem gerecht werden möchten oder die Teilnehmer zu E-Learning in Anführungszeichen erziehen sollten, weil sie dadurch natürlich auch mehr Möglichkeiten der Interaktion und zur Übung haben als im PDF. Was meinen Sie dazu? Das PDF, also das ist schon richtig. Das PDF stellt nur einen zusätzlichen Nutzen dar. Es ist auch bewusst ans Ende gestellt, dass wenn man das E-Learning zum ersten Mal durchmacht, gar nicht weiß, dass so etwas auf einen wartet. Wie das jetzt im Unternehmen gehandhabt wird, das ist halt unterschiedlich. Zum E-Learning erziehen ist schwierig. Also wenn sich Mitarbeiter wirklich verweigern wollen, hat man wenig Chancen. Also dann muss man wirklich mit Zwang arbeiten oder mit Kontrollen arbeiten, dass die Sachen abgefragt werden. Und so ein PDF am Ende, was man sich dann am Ende ziehen kann, ist vielleicht ganz hilfreich, zum Beispiel wenn man auch offline ist, wenn man nichts mehr machen kann oder wenn man wirklich ein E-Learning schon mal gemacht hat und man möchte kurz, man weiß noch, da waren irgendwelche Stichpunkte, gehe ich jetzt auf die Lernplattform, muss ich mich irgendwo nochmal neu anmelden, muss ich da erst hingehen oder weiß ich, ich habe noch ein PDF auf meinem Rechner rumliegen. Birgt natürlich auch die Gefahr, dass diese PDFs veralten. Also das muss auch immer aktualisiert werden und wenn sich ein Lerner ein PDF runtergeladen hat, ist die Gefahr natürlich groß, dass das nach einem Jahr auch veraltet ist. Das E-Learning hat sich weiterentwickelt. Da gebe ich eben halt recht. Deswegen muss man überlegen, wann man so ein PDF einsetzt oder eben darauf verzichten möchte.